Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, wenn ich jetzt hier meine Kaffeebohnen einlade und gleich wieder auslade, dass das auch schon gilt. Könnten wir eigentlich mal testen. Ich glaube gar nicht, dass ich das bis da hochkarren muss. Schauen wir mal. 250 wollen sie. 1, 2, 3, 4. Passt noch nicht mal rein. In einem Zug. Wir leeren zwar wieder aus. Mal gucken, was passiert. Alles entladen. Ja. Okay. Wir laden noch ein paar ein. Erzähl's. Dann machen wir mal noch. Ja. Die nehmen ganz schön Platz weg, oder? Dann laden wir mal aus. Alles entladen. Ja, es klappt auch, ohne dass wir da hochfahren. Wer hätte es gedacht? Besonders dumpfes Echo war in der Arbeit voll aufgegangen und wir mussten ihn daran erinnern, dass wir auch für die Station verantwortlich waren. Ach, und es geht immer noch weiter. Wir gingen auf der Suche nach einem Manager für unser Café. Wir gingen auf die Suche nach einem Manager für unser Café. Es war nicht leicht, aber zuletzt wurden wir fündig. Besuche deine Freunde und suche nach einem neuen Manager. Stelle etwas Buttermilch her. Die Suche nach einem Manager ist sehr ermüdend. Stelle einen Hufeisenglücksbringer her. Er wird deinem Kaffee Glück bringen. Okay, Buttermilch brauche ich eh. Freunde besuchen war ich heute schon, aber das macht nichts. Ich kann auch einfach, ich muss ja nur hin. Das ist easy peasy und dann stellen wir einfach noch ein paar Hufeisen her. Und dann haben wir das auch. Und wenn wir den Manager haben, dann können wir tatsächlich endlich von da weg. Ich finde die Quests hier in diesem, auf diesem Kontinent so merkwürdig. Und einfach nur so ein Herstellungsmarathon. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf dem Ganzen. Warte mal, wenn man jetzt auf die Karte guckt. Wie viele Regionen, wie viele Gebiete, Locations haben wir denn da? Ja, okay, also als nächstes kommen wir hier hin nach Valmond oder Valmond. Und das gehört ja, glaube ich, auch noch dazu. Rayfield und Utopia. Furchtbar, also insgesamt halt 5 Regionen. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt. Hier brauchen wir noch ein paar Hufeisen. 20 Stück, um genau zu sein. Der alte Boss war für die Stelle des Managers wie geschaffen. Wir konnten ihm völlig vertrauen und ihm das Café überlassen. Dann können wir doch jetzt abreisen, oder? Der Hotelbesitzer Mr. Calvert, kam extra vorbei, um uns eine gute Reise zu wünschen. Direkt als es gegangen war, es oder er, entdeckten wir eine kleine Macke in unserem Schlitten. Was? Eine Macke? Hat uns jemand sabotiert? Stelle ein paar Balken in der Möbelfabrik her, stelle Ketten in der Schmiede her und füttere die Hunde. Jo, das werden wir alsbald tun. Da sind die restlichen Ketten. Und mal gucken, was sie jetzt noch für Probleme haben. Die wollen hier einfach nicht loskommen. Wir reparierten den Schlitten schnell und beschlossen, keinen Groll gegen Calvert zu hegen. Vielleicht versteht auch er eines Tages, dass es besser ist, den Menschen zu helfen. Okay. Schließlich verabschieden wir uns von den Menschen von Nordpass. Unser Zuhause erwartete uns. Gehe zurück zur Heimatstation, finde Geflügelnester und sammel die Eier ein. Und sammel Milch von Kühen ein. 150. Ich meine, die Eier, ja. Milch von Kühen. Die haben wir heute schon. Und ich weiß auch gar nicht, ob diese Milch... Ah, okay. Wir haben heute noch nicht. Wir können noch, aber okay. Ja, dann... Das ist eigentlich kein Problem. Nach Hause fahren. Wir sind schon zu Hause. Wir müssen einfach mal hin und her fahren. Eier und Milch. Ja, okay. Da müssen wir ein bisschen warten.
Und nachdem wir hier jetzt Eier eingesammelt haben, ihr seht, es ist komplett leer, und die Kühe gemolken, fahren wir wieder nach Hause. Denn wir müssen nur noch einmal nach Hause fahren. Als wir uns auf den Nachhauseweg machten, freute ich mich bereits auf ein neues Abenteuer. Unsere Reise würde weitergehen. Und wohin? Eines Tages kam ein Händler zur Farm. Im Tausch für ein Dach über seinem Kopf gab er mir ein Stück einer Karte, die in einer alten Sprache geschrieben war. Ich glaube, es ist wichtig, die Karte wiederherzustellen und zu sehen, was sie abbildet, sagte Stiller Schatten. Aber ich glaube, das ist jetzt was Neues, oder? Es ist eine neue Questline. Wir fahren mal nach Nordpass und gucken, ob wir umwandeln können, würde ich sagen. Weil dann... Oder können wir das eigentlich auch hier sehen, ob die Story durch ist? Ah, ich glaube, wir können es... Könnten wir es hier sehen? Also Kaldos wissen wir, dass wir Kaldos machen sollten. Suchfunktion gibt es hier keine. Warte. Hier müssten wir gucken. Eine Eisenbahn. Elsen Nordpass. Vielleicht doch noch nicht. Wollmond, ja, das weiß ich. Das haben wir freigeschaltet. Und Kaldos auch. Ja, das heißt, wir haben immer noch Nordpass. Hui! Und jetzt weiß ich auch, irgendjemand hatte mir mal geschrieben, dass ich hier die Quests nachlesen kann. Tatsächlich. Und ich habe dann gesagt, nee, man sieht doch immer nur den Abschluss. Aber das kommt drauf an, wo man guckt. Guck mal, hier können wir den Auftrag lesen. Ja, aber keine alten Aufträge. Ah, ja, stimmt. Nur den aktuellen. Weil es ging mir ja drum, dass wenn manchmal, wenn man hier so mehrere Scrolls übereinander, die sich wegschieben und man das dann nicht mehr lesen kann, oder wenn ich vergesse, eine Quest zu lesen, dass man dann eben beim Abenteuer nochmal lesen kann, wie das war. Aber leider nur als Ergebnis. Ja, egal. Gut, dann ist es noch eine Nordpass-Quest. Ach, Manu. Ist jetzt immer noch weiter. Besuche dumpfes Echo, erzeuge etwas Feuer in der Scheune, das ist alles kein Problem, und zieh dich um. Gut, dann machen wir das mal. Wir ziehen uns erstmal um. Oh, bevor wir mal wieder was anderes anlegen. So, dann machen wir Feuer. Nein, Feuer können wir immer brauchen. So, und wir sollen dumpfes Echo besuchen. Okay, wir besuchen dumpfes Echo. Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, weil es da irgendwie nichts zu holen gibt. Wir haben einige Tage mit Büchern verbracht. Ich konnte einige Wörter übersetzen, aber das war wohl nicht genug. Also, um diese Karte zu entziffern oder was? Wahrscheinlich. Dann wieder nach Hause. Wir hatten uns entschieden, nicht mehr allein auf uns zu vertrauen und suchten nach Antworten beim alten Boss in Nordpass. Er kann uns sicherlich helfen. Füttere die Hunde, besuche Freunde und reise nach Nordpass. Dürfen wir wieder Freunde besuchen? Da würde ja auch das gelten, oder? Wenn wir hier mal hier unseren stillen Schatten besuchen. Und unser dumpfes Echo nochmal besuchen. Und, wir müssen ja nur fünfmal. Das müsste eigentlich das funktionieren. So, war das jetzt schon fünfmal? Ich glaube, das sind fünfmal. Gehen wir nach Hause und gucken. Mal gucken, ob das es gegolten hat. Ja, aber wir müssen noch 20 Rationen verfahren. Die verfahren wir nicht, wenn wir nach Nordpass fahren. Deswegen müssen wir da ein bisschen weiter. Irgendwo, wo wir dann mindestens 10 Tage unterwegs sind.
12 Tage. 10 Tage nach Indim, guck. Aber da kommen wir nicht in einem Flups. Nee. Dann müssen wir einmal Zwischenstation machen. Dann haben wir vielleicht sogar noch ein paar mehr Tage. So. Dann fahren wir nach Indim. Einfach mal so zwischendurch, weil wir es können. So habe ich das bei meiner letzten Reise ja auch gemacht. Ich bin ein paar Mal da hochgefahren nach Waldfels ist das, glaube ich, ne? Und war aber ganz praktisch, weil ich dann da noch so ein paar Sachen aus dem Lager mit nach unten fahren konnte. Also es war nicht komplett umsonst. Das war ganz gut. So. Und warte mal, wir könnten... Nee, wir müssen nach Hause, weil sonst nicht abgerechnet wird im Futter. Also wenn wir jetzt nach Nordpass fahren würden, wäre die Quest nicht erfüllt. Das ist das Blöde. Wir müssen nach Hause. So, jetzt müssten wir eigentlich 22 Verfahren haben. Ja, haben wir. Und dann fahren wir mal nach Nordpass und gucken, was da los ist. Dass immer noch 100% hier rumsteht. Ich würde ja schon ganz gerne mal diese sehr lange und zähe Questreihe abschließen. Wir kamen nach Nordpass und erhielten schlechte Nachrichten. Bors liegt seit langer Zeit im Bett. Überraschenderweise half uns der gemeine Mr. Calvert mit der Karte. Anscheinend hatte er ein Faible für Geschichte und alte Sprachen. Oha, ausgerechnet der uns unseren Schlitten angesägt hat und so. In ein paar Stunden gelang es Herrn Calvert, alle Hinweise zu übersetzen. Und seinen leuchtenden Augen nachzuurteilen, war er bereit, sich auf die Suche nach dem fehlenden Kartenstück zu machen. Apropos Kartenstück. Wenn ich hier Gras abgeladen habe zu Hause, dann sind da auch immer so Kartenstücke rausgefallen, die wir auch schon auf der Lichtung und so gebraucht haben. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal. Beherberge deine Freunde und versende Gratisgeschenke. Sehr gut, das haben wir nämlich heute Morgen noch nicht gemacht. Perfekt passt das. Ja, dann wird es auch noch hier dauern mit der Umwandlung, da wir immer noch in der Storyline sind, ne? Haben wir noch irgendwas, was wir mit nach Hause nehmen können? Warte mal, Siedlung? Doch, wir könnten die Siedlung schon herstellen. Das ist also eine eigene Questline wohl. Aufgaben? Nee. Trotzdem schon herstellen. Oder steht es immer dran? Das weiß ich jetzt gar nicht 100%. Okay, ich wollte einfach nur gucken, ob wir irgendwas mitnehmen können. Ja, nehmen wir mal das. Guckt mal, was hier alles noch gammelt. Wir können sehr viel mitnehmen. Das. Vor allem das ganze Futter hier. Das brauche ich doch woanders, wenn es dann woanders wieder weitergeht. Ach, der Schlitten ist schon wieder fast voll. Oh, nochmal. Nehmen wir da auch noch drei mit. Ah, muss ich mir merken, dass ich hier noch ein paar Sachen nach Hause fahren muss. Entladen. Also, was sollten wir machen? Wir sollten Freunde beherbergen. Das können wir gerade mal machen. Ob die dann auch doppelt gelten, wenn ich sie hier in das Wohnhaus stecke? Gucken. Gucken wir mal. Ich klicke tatsächlich jeden Tag durch und nehme nur Leute, die unter 50.000 kosten. Den Luxus gönne ich mir. Ah ja, jetzt mal gucken. Jetzt habe ich zwei Leute angestellt. Mal gucken, ob die hier auch als vier gelten. Nee, tatsächlich nur die Freunde. Wäre zu schön gewesen. Das heißt, ich muss auch ein paar teurere nehmen wahrscheinlich. Weil da jetzt nicht so viele frei sind. Die meisten habe ich ja schon verpflichtet. Ah, da noch einer. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn die auch doppelt gegolten hätten. Ja, aber es ist früh am Morgen, da sind die meisten noch. Ist praktisch. Sonst nehmen wir auch noch ein paar 54er dazu, das macht ja auch nicht.
Aber sieht gut aus. So, was haben wir noch? Wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube so 5 oder so. Die meisten sind natürlich super ausgebaut. Und da gibt es auch viele Leute. Ich glaube, dass es viele gibt, die denen das zu doof ist, dann zu gucken und die einfach neben automatisch bitte einstellen. Und dann nehmen die halt dann auch die teuren mit, weil die wahrscheinlich eh genug Gold haben und es denen total egal ist, was die alle kosten. Aber das muss ja jeder selber wissen. Mir ist das manchmal, also mir ist das ehrlich gesagt, ich guck da noch drauf. So, jetzt sind wir aber schon fast am Ende. Hier hinten am Schluss habe ich sowieso hauptsächlich die Huhn. Wobei, das stimmt nicht mehr so ganz. Es war mal eine Weile so, dass die hier so in der Reihenfolge erschienen sind, wie man sie quasi als Freund angenommen hat. Aber das ist inzwischen nicht mehr. So, einer fehlt noch. Guck mal, ein einziger. Das ist mir recht. Weil das ist dann auch nur einen, den wir über 50 anstellen müssen. Da hatten wir doch. Ja, da sind 60er. Nein, will ich nicht. 59, ja, 54 wird da wohl auch noch irgendwo einer. Avery, und dann haben wir das. Und dann müssen wir noch Gratisgeschenke. Und Leute, wenn ihr Gratisgeschenke verteilt, denkt bitte dran, hier einen Haken reinzumachen, damit ihr den Leuten das schenkt, was sie sich wünschen und nicht irgendwas, was sie gar nicht wollen. Das ärgert dann nämlich, weil man doch die anderen Sachen braucht und nicht vielleicht irgendwie Wasser oder Holz oder sowas, ne? Und so wird jedem geschenkt, was er braucht, was er hier gegeben hat, ohne dass man da irgendwie kompliziert. Und dann klicke ich das immer so durch, das geht ja ziemlich schnell. Oh, wir sind ja schon durch. Viele Pflichten warteten bei der Station auf uns. Also dankten wir Herrn Calvert für seine Hilfe und überließen ihm die Karte. Das Abenteuer beginnt, sagte Stiller Schatten, während er Herrn Calvert nachsah. Calvert, der Nordpass auf der Suche nach uralten Schätzen verließ. Ja, deswegen war der so bereitwillig, weil der uns den Schatz vielleicht vorher wegschnappen will oder wollte. Machen wir hier gerade noch weiter. Ja, es gibt auch Leute, die sich Kaffee wünschen, aber ganz selten. Die meisten wollen keinen Kaffee, weil die ja auch keine Donuts haben. Und dann, wenn keine Leute mehr da sind, die nichts mehr wollen, also die irgendwas wollen, dann kommt der Haken raus und kriegt jeder Bären. So. Wir sind durch. Wir sind durch mit der Quest. Das war's. Schaut mal. Das müsste jetzt die nächste Quest sein mit Wolmand, genau. Ja, super, guckt mal. Jetzt sind wir doch durch. Dann können wir umwandeln. Wir fahren mal hoch. Haben wir schon abgeladen? Ja. Ich bin heute Morgen noch ein bisschen nicht so ganz. Jetzt sind wir durch. Sehr nice. Dann machen wir jetzt hier. Ja, genau, das nehmen wir dann auch noch mit. Oh, Schilder lassen wir da. Und Aufgaben sind durch. Ja, jetzt sind wir auch hier durch. Und wir wandeln um. Oh, ja, schick. Ja, das passt. Auch wenn es hier jetzt schon Hotels hat. Hier vorne, das passt für mich. Das da hinten, Und jetzt haben wir hier natürlich auch wieder ein Minenspiel. Ich guck mal nur rein, ich spiele nicht. Ich zeige euch nur, wie es aufgebaut ist. Ganz klein, aber trotzdem ganz viel Bomben. Oh, das ist natürlich fies. Also so hier ganz schmal. Aber bei 20? Wir hatten doch schon viel mehr als 20, ne, auf dem großen.
Muss ich nochmal gucken. Ich merke mir das immer nicht. Gucke ich mal bei Gelegenheit. Aber so ist das. Und das ist nämlich die letzte Liga. Ne? Also da kommt dann nachher nichts mehr. Jetzt können wir gerade mal reinschauen. Ja, ich weiß. Ach nee. Kommen hier jetzt gar nicht. Doch, wir können hier unten, glaube ich. Aber nicht, wenn wir irgendwo anders sind, oder? In die Liga gucken. Nee, kann man. Okay, dann kann ich mich jetzt hier auch noch austoben. Wobei, wir können auch mal... Nö, ich weiß nicht, nach Hause. Ich mache das Minenspiel und guck was. Auf alle Fälle sind wir jetzt endlich mit Nordpass durch. Und ich hoffe, dass es in Walmond... Ach, ich könnte mal gucken, wie neu oder wie alt Walmond ist. Und dann können wir auch vielleicht schon ein bisschen ableiten, wie nervig das wird oder wie nicht nervig. Also jetzt gucken wir mal. Releases. Also, wir waren jetzt in Arnica und haben Nordpass gemacht. Naja, Walmond, Nordpass ist im April 15 und Walmond kam dann irgendwann im Oktober dazu. Ob sie sich da ihr Questsystem schon überlegt haben, ob sie das ändern wollen. Das werden wir dann sehen, wenn wir nach Walmond fahren.